Manche Leute sind einfach schöner, als sie glauben. Ach nee, habt ihr schon mal Ariel live gesehen? Furchtbar. Oh je, 30 von 50 Lehm haben wir. Hier muss jetzt erstmal einer arbeiten, damit wir auch wieder Lehm ranbekommen. Heißt, einer geht in die Lehmgrube. Viel Spaß da unten. So, zwei Laborer behalten wir. Der Rest ist wieder auf dem Feld, ja? Sehr schön. Für die Bienen ist es noch zu kalt, aber das wird sich demnächst ändern. Die Temperaturen schießen jetzt wieder hoch. Wir haben Frühling. Da sind jetzt 9 Leute auf dem Feld, hier 3. 3 reichen definitiv aus. Und diesmal werden wir auch Weizen bekommen, den wir dann in die Mühle packen können. So, wer schürft denn da unten jetzt Lehm? Niemand? Ist aber nicht schön. Muss ich das alleine machen? Muss ich da wieder runtersteigen? Ich glaube nicht. Ab in die Lehmgrube. Jetzt habe ich die beiden Baumeister auch noch runtergeschickt. Die ehemaligen Baumeister. Oh, sehr schön. Dann bekommen wir wenigstens Lehm für unsere Mühle. Wir haben bisher noch keinen Laborer, aber der Baumeister wird wahrscheinlich gleich dafür sorgen, dass der Lehm dort hochkommt. Wenn wir dann erstmal Getreide haben, haben wir auch Mehl und dann brauchen wir nur noch... noch genügend Gemüse. Ich muss immer einen Blick drauf werfen. Die Bäckerei. Würde ich gerne woanders hinstellen, aber hier ist das so tief mit mal. Müssen wir wohl hier hinparken. Okay, auch der Baumeister wird sich darum kümmern, dass dieses Gebäude fertig gebaut wird. Das kann eine Weile dauern. Wir haben wieder 112 Werkzeuge. Hochwertige Werkzeuge, primitive Werkzeuge. Oh. Lehmstecher Velisame starb bei einem Unfall. Ups. Sorry. Ach, jetzt sterben mir die Leute schon in der Lehmgrube weg, oder was? Ja. Das ist Wahnsinn. So, die Felder bekommen wieder ein bisschen Wasser. Weizen kommt auch endlich mal zustande. Kartoffeln kommen. Und hier wurden die Bäume abgeholzt. War ich das? Ich krieg kein Obst. Na gut, ich meine, dafür kommt Honig rein. Oh, Scheibenkleister. Ja, nee, denn erntet das ab, dann muss ich da noch Kartoffeln hinpflanzen. Oh nein. So, der Rest wächst jetzt noch nach. Wir sammeln schön Vorrat an Weizen an. Und dann kommen hier Kartoffeln hin. Sammelt das auch mal ab. Hab ich die abgeholzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder werden die nach 3 Jahren so oder so abgeholzt? Das kann natürlich sein. Aber so viel Obst war das jetzt auch nicht. Da hätte ich die lieber auf das Feld mit den Kartoffeln schicken können. Ein Glück bekommen wir Weizen. Verdammt, und der Weizen wird aber hier in der Scheune untergebracht. Heißt, wir müssen auch bald wieder eine neue Scheune bauen. Die wird dann hier hinkommen. Nun, dann haben wir eine hier für Weizen und so weiter. Ein Baby wurde geboren. Ja, na, wo die andere tot ist, kann ein neues Baby wiederkommen. Das ist okay. Genügend Lehm haben wir wieder. Das heißt, du kommst aus der Lehmgrube raus und wirst Laborer. Ein toller Job. Wirklich, arbeitslos ist der geilste Job ever. Da, la, 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 la. So, du kommst hier hin, genau. Die Scheune kommt ja hier irgendwo hin. Aber erstmal müssen diese Gebäude fertig gemacht werden. Das heißt, wir brauchen jetzt viel mehr Erz. Okay, das müsste reichen. Dann ist das Erz vollständig.
Also ich glaube nicht, dass nur einer in der Mühle arbeiten wird. Da werden wahrscheinlich ein paar mehr arbeiten. Und das Mehl produzieren. Ja, unsere Bautätigkeiten können immer erst im Winter ausgeführt werden. Hier werden jetzt schon wieder im Frühsommer Kartoffeln angepflanzt. Das ist gut. Dann kriegen wir nochmal ein paar. Einen Schwung. Wir kriegen keine Äpfel. Wir kriegen keine Äpfel dieses Jahr. Ich glaub's nicht. Dabei war ich gerade so gut. Damn. Damn it. So. Die Bäckerei. Ja, 170 Erz. Das ist eine Menge. Das ist eine Hausnummer. Kriegen wir jetzt dieses Jahr nicht fertig gebaut. Aber wir können wenigstens, wenn wir dann nächstes Jahr die Bäckerei fertig haben und wir haben Getreide, das Mehl produzieren und Kuchen produzieren, selbst im Winter. Von daher müssen wir bloß noch ein Jahr durchhalten. Ich wollte schon sagen, kommt wieder Obst. Wir haben noch Obst, aber nee, das sind die letzten Reste. Unser ganzes Fleisch ist auch wieder aufgebraucht, weil die Leute irgendwie nur Gemüse kriegen und keinen Bock mehr auf Gemüse haben. Und unter Gemüse kann man ja nur Kartoffeln verstehen. Lehmgrube ist noch okay. Das kleine Haus wird noch fertiggestellt. Wir brauchen erstmal Leute, die hier oben noch ganz viel Erz zusammensammeln. Holz brauchen wir auch wieder. Ui, wir haben sehr viel zu tun diesen Winter. Aber es gefällt mir. Es gefällt mir sehr. Auch das Spiel so im Allgemeinen. Gibt ein paar Dinge, Feinheiten, an denen man noch fallen muss. Aber der Rest scheint soweit in Ordnung zu sein. Ich bin zufrieden. Wieder sehr viel Honig. Der Honig wird gut produziert. Ich glaube, wir haben den Bienenstock auch perfekt gesetzt. Denn wir haben hier einmal die Kartoffeln. Dann haben wir den Weizen. Wir haben den Garten. Die Bienen sind sehr zufrieden, gleich neben der Bäckerei, wo sie dann zu Bienenkuchen verarbeitet werden. Da ist immer noch kein Erz und hier nicht genug. 64. Wir brauchen 170, meine Lieben, 170 Erz. Selbst die Mühle ist noch nicht fertig, da muss jetzt immer noch das Rad ran. Ich brauche mehr Leute. Ich brauche definitiv mehr Leute. Seid ihr bald mal fertig hier? Hier könnt ihr auch schon mal ernten. Im Sommer. Randa. Da ist noch so viel Kartoffelzeug. Also wir werden über 3000 Kartoffeln haben bei uns im Lagerhaus. Okay, das ist das Silo. Das kann das Mehl herstellen. Und aus Mehl kriegen wir dann Kuchen. Mehl, ja. Alkohol. Hafer. Primitive Werkzeuge. Ich glaube, Hafer braucht man dann für irgendwelche Viecher. Falls man Kühe hat, Hühner, Schweine, Schafe. So, der eine Lehmgrubenarbeiter, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wir haben erstmal genug Lehm. Du brauchst kein Lehm, ne? Nö. Gut. Auch die Bäckerei hat genug Lehm. Wir brauchen eher Holz. Das heißt, ich muss für Holz sorgen. Nehmt mal das Holz hier bei der Fischerhütte weg. Damit ich die auch mal sehe. Und Fisch kommt so langsam ran. Das freut mich. Also wir haben Spätsommer immer noch 1000 Kartoffeln, die darauf warten, irgendwie abgefarmt zu werden. Das heißt, um die 4000 Kartoffeln können wir am Ende des Jahres haben. Und dann haben wir auch erstmal genug. Honig kommt auch. Wir haben da hinten immer noch mit dem Erz zu tun. Ich muss einfach dafür sorgen, dass wir irgendwann mal irgendwelche Minen und Steinbrüche bekommen, die uns Stein und Erz geben. Ansonsten dauert es einfach zu lange.
Auch sehr schön. Jetzt kommen sie hinterher. Jetzt kommt das Feld auch hinterher. Das ist gleich fertig. Das Gebäude ist fast voll. Oh! Die Scheune hat fast 4000 Kartoffeln und ist fast voll. Da müssen wir eine neue Scheune bauen. Neue Scheune, Mann. So. Die kommt... Ja, hier mit hin. Denn das, was wir dort an Essen gelagert haben, reicht bei weitem noch nicht aus. Stein fehlt noch. Holz fehlt noch. Holz kommt von hier hinten. Ja, und dann können wir auch Stein hier holen. Bald ist die Feldarbeit beendet. Dann haben wir um die 5000 Kartoffeln. Das reicht definitiv für den Winter. Und dann fangen wir an mit der Brotproduktion. Oh, das wird toll. Das wird richtig toll. Rumsbums aus die Maus. Das Gewitter wütet hier über uns. Die Leute sind aber alle gesättigt, haben Fleisch, Obst, Gemüse, Honig. Und Fisch. Also ausgewogene Ernährung. Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. War ja damals im anderen Teil auch wichtig, dass die Ernährung wirklich ausgewogen ist. Denn ohne diese Ernährung sind die Leute krank geworden. Oder gar gestorben. Waren unzufrieden. Zum Glück gibt es hier noch keine Zufriedenheitsskala. Ich denke, das wird später noch eingeführt. Ist auch wieder genug hier. Wer hat denn dieses Wetter bestellt? Ist ja furchtbar. Achso, wir haben gar keinen Holzfäller mehr. Na, dann stellen wir einen Holzfäller ein. Für die Felder ist es eh zu spät. Ist schon alles vorbei. Wir haben Herbst. Hört auf, am Feld zu arbeiten. Wir haben 5000 Kartoffeln. Die könnt ihr doch eh nirgendwo mehr unterbringen. Ach Gott, nee. Manche lernen es nie. Geht lieber woanders arbeiten. Ich nehme euch jetzt einfach mal raus. Das hat eh keinen Sinn mehr. Wird eh alles gelöscht. Obwohl, warte mal. Das können wir sogar noch abernten. Was ist das? Ach so, das ist die Verteilung. Ah, ich verstehe. Ja gut, dann dürfen hier 4 arbeiten. Nein, dürfen sie nicht. So, da arbeitet jetzt keiner. Hier ernten sie noch ab. Sammeln noch ein paar Kartoffeln für den Winter. Und der Rest geht wunderbar arbeiten. Oh, endlich, wir kommen an Holz ran. Leute, es wurde aber auch Zeit. Nehmen wir noch ein bisschen Gras mit. Gras ist eine tolle Sache. Steine auch. Okay. Und jetzt warten wir den Winter über, bis die Bäckerei fertig ist. Das neue Gebäude, die neue Scheune. Dann kriegen wir wieder ganz viele neue Babys. Ach, toll. Spielen wir Vater, Mutter, Kind. Okay, wir haben 13 Leute, die jetzt hier den ganzen Tag Stein und Holz sammeln und machen und tun. Das muss doch langsam gut gehen, oder? Zumindest wird die Bäckerei endlich mal fertig gebaut. Das wurde aber auch Zeit. Das heißt, ich werde jetzt noch 2 Baumeister benennen, die die Bäckerei fertig zimmern. Das Wohngebäude hat jetzt auch genug Ressourcen. Und dann brauchen wir noch Holz für die Scheune.
Ich weiß nicht, ob die Musik beruhigend wirken soll, aber mich regt sie auf. Lalala. Wollen wir mal was ausprobieren hier. Nee, ich kann die Bäume nicht abholzen. Also gehen die von alleine ein. Und jedes zweite und dritte Jahr bekommt man einen Äpfel und im vierten ist wieder vorbei. Die Bären, die mir den ganzen Honig wegfressen. Du kannst noch pflanzen. Okay. Wir haben genügend Holz, wir haben genügend Stein, wir haben genügend Erz. Das ist toll. Wir haben einen Schmied. Den können wir jetzt auch entlassen, weil wir genug Werkzeug haben. Hochwertiges Werkzeug, wohlgemerkt. Die Bäckerei ist gleich fertig. Wir werden jetzt noch die restlichen Baumeister benennen. Damit das langsam mal schneller geht hier. Und ich will einen Müller haben. Der Müller. Wo ist denn der Müller? Da. Können nur zwei Leute arbeiten als Müller, okay? Gut. Die Mühle kriegt Mehl, beziehungsweise jetzt erstmal Getreide, macht dann Mehl draus. Aus einmal Getreide viermal Mehl. Na, dann bin ich ja gespannt, wie viel die Bäckerei benötigt an Mehl. Das Wohnhaus ist fertig, sehr gut. Das Gebäude ist fast voll. Ja, dieses hier, aber das ist ja schon wieder am Abbauen, das ist ja alles okay. Du machst Brot. Aus einmal Mehl, einmal Wasser, nee, dreimal Wasser. Was? Jäger sowieso ist an Unterkühlung gestorben. Warum sterbt ihr an Unterkühlung? Dann wärmt euch doch irgendwo auf. Was? Ich bitte euch. An Unterkühlung stirbt man nicht. Das macht einen nur hart. Apropos Unterkühlung. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal um Klamotten kümmern. Das heißt, der Tailor muss ran, der Schneider. Wo ist er? Da ist er. Hübsches kleines Gebäude. Und wo stelle ich das hin? Am besten da, wo es gleich eingelagert wird, ne? Auch wieder hier hinten. So zwischen die anderen Gebäude? Nee, das passt nicht. Hier ist auch überall nirgendwo eine Baufläche. Ach Mensch, ein roter Platz, das kann doch nicht wahr sein. So, dann steht das jetzt hier hinten bei der Fischerhütte. Ist mir doch egal. Selber schuld! So ist das nun mal. Da müsst ihr durch. Achso, ich baue noch einen Bäcker. Was kann ich denn noch herstellen außer Brot? Obstkuchen? Gemüsepastete? Gemüsepastete. Dafür brauchen wir Eier. Hab ich nicht. Fleischpastete braucht Mehl, Fleisch und Wasser. So sterben die alle an Unterkühlung. Seid ihr doof? Okay, mach mal Brot. Dann muss ich erstmal gucken, wo mir hier die ganzen Leute verreckt sind. Nur noch 31 Leute. 30? Ist das so ein harter Winter oder was ist hier los? Ihr habt doch was zum Heizen da. Wieso sterben die mit mal alle an Unterkühlung? Was soll denn der Shit? Die sind doch plötzlich alle so langsam. Ich glaube, das ist eher eine Krankheit, die sich hier ausbreitet. Das ist keine Unterkühlung, das ist Erkältung. Da soll man nicht sauer werden, oder was? Oh, hätte ich das eher gewusst. Verdammt. Gut, dann machen wir es anders. Dann werde ich jetzt den Spielstand von vorhin nochmal laden und anstatt der Bäckerei wahrscheinlich den Tailor bauen, damit dann endlich mal ein Schneider hier Kleidung näht. Und wenn es nur Leathercoats sind, sind die hier total fix am Laufen? Was hast du denn?
Versteh das nicht, du hast Hunger, du bist unterkühlt und tot. Aha, ich habe das Gefühl, das Spiel ist noch nicht ganz ausgereift. Also ich versuch's nochmal, wenn's nicht klappt, dann war dies hier die letzte Folge. Bis später.